Eupen ist keine fußgängerfreundliche Stadt. Die Straßen werden von Kraftfahrzeugen dominiert. Es gibt keine Radwege und das Netz des öffentlichen Nahverkehrs ist schlecht ausgebaut. Jetzt haben es die Eupener Bürger noch einmal schwarz auf weiß. Der Stadt- und Verkehrsplaner Ralf Kaulen hat die Schwachpunkte festgehalten. Wenn wir hier uns hier diese Straßen anschauen, sehen wir natürlich, dass hier diese Achsen auch traditionell vor vielen Jahrzehnten so gebaut worden sind. Und damals stand noch das Leitbild der autogerechten Stadt im Vordergrund. Und wenn man hier die Querschnittsaufteilung in den Straßen sieht, sieht man sehr breite Fahrbahnen, auch zum Teil überdimensionierte Parkplätze. Und die Gehwege sind vergleichsweise schmal. Auch die Oberflächen von den Gehwegen sind sehr unangenehm zu gehen, dass es gar keinen Spaß macht, dort komfortabel zu gehen. Und wer hier zum Beispiel auf dieser Straße mit dem Fahrrad fahren möchte, hat hier gar keine Radverkehrsanlage, sodass das Fahrradfahren auch sehr unsicher ist. Vor allem die Sicherheit der Kinder sei gefährdet, warnt der Verkehrsplaner zum Schulanfang. Im Umfeld der Schulen könnten Kinder häufig schwer die Straße überqueren. Geparkte Autos behinderten die Sicht. Die Gehwege seien oft so schmal, dass Kinder nicht in Gruppen gehen könnten. Uns ist halt auch wichtig, dass wir den Kindern auch frühzeitig eine eigenständige Mobilität ermöglichen, dass sie dann durch auch ja, ein Stück selbstständig auch in ihrem Weg zum Erwachsenen werden. Aber dem stehen natürlich auch die Verkehrssicherheitsprobleme, die wir in Eupen haben, häufig entgegen. Mittelfristig schlägt der Verkehrsplaner vor, den Straßenraum in Eupen zu verändern. Dass das zum Beispiel hier keine Transitstraße ist, sondern dass es hier Wohnumfeld ist, dass hier Menschen leben, Menschen aufenthalten wollen, sich hier kommunizieren möchten in den Straßen. Und diese Funktionen von den Straßen möchten wir natürlich auch ebenfalls ermöglichen, sodass hier dieser Straßenraum nicht nur für den Kfz-Verkehr zur Verfügung steht, sondern dass wir auch hier, dass wir ein sicheres Zu-Fuß-Gehen schaffen möchten, dass wir ebenfalls gut Radfahren möchten, dass man Räume findet, wo man mal einen Kaffee trinken kann, wo man sich unterhalten kann. Das sind alles Funktionen, die aus unserer Sicht auch einen Straßenraum beinhalten sollen. Die Stadtverantwortlichen stellen ihr Vorhaben unter das Motto Eupen unterwegs, sicher ans Ziel. Aufgrund des knappen städtischen Budgets können kurzfristig aber nur kleine Maßnahmen umgesetzt werden, wie Schöffe Arthur Genten einräumt. Ja, das ist zum Beispiel, dass man bisher die Straßen eben sehr breit gebaut hat, die Bürgersteige vielleicht etwas schmaler, dass man jetzt eben vor einem neuen Konzept dann auch das in Zukunft dann anders machen kann. Auch in den Neubaugebieten kann man von vornherein Straßenbürgersteige so gestalten, dass sie den schwächeren Verkehrsteilnehmern eben mehr Sicherheit geben, aber auch mehr Platz einräumen. Um die Schulkinder will man sich zuerst kümmern. Dass wir die Schüler sicherer zur Schule bringen können, zu Fuß und mit dem Fahrrad. Das hat auch den Hintergrund, dass neben der Sicherheit für die Kinder auch vielleicht weniger Eltern sich veranlasst sehen, die Kinder mit dem Auto zur Schule zu bringen und wir somit auch den Autoverkehr in der Stadt verringern können. An den Planungen für ein Verkehrssicherheitskonzept wird die Eupener Bevölkerung beteiligt. Noch in diesem Jahr soll eine erste Bürgerversammlung stattfinden.